Okay, ich glaube, das sind die Zellen. Da geht's weiter. Hallo. Aua. Sie hat einen Biss. Zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey! Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Mann, Säulen? Abby! Geh runter zum Strand. Nichts zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los! Die ist so voll mit Blut und Wunden. Woher weiß sie, dass sie gebissen wurde? Ja, sie wurde gebissen, aber. Ich hätte gerne mal geguckt, ob da noch irgendwie Loot ist. Ich kann keine Waffen, nix auswählen. Wieder mitten in einem Krieg. Au. Au. Scheiße. Geh zum Strand. Oh. Wieder Feuer. Ach du Scheiße, ey. Hat gerade jemand gehustet? Nee, ist nicht Abby. Da hustet doch irgendjemand. Sie ist auch ein bisschen fertig. Und schon wieder Motorräder. Es geht nicht das ganze Wochenende so. Thank you.
Ja, ich erkenne die Oberarme. Oder? Nee. Wer ist das? Das ist nicht Abby. Was ist sie? Bisschen abgebaut, zu viel Salat gegessen. Ich helfe dir. Sind alle ein bisschen fertig da. Moin. Zwei Boote. Zwei Richtungen, die man fahren kann. Ich würde sie gehen lassen. Bin noch mittendrin, David, im Finale. Ich kann dich nicht gehen lassen. Jetzt haben wir natürlich vielleicht die Entscheidung, wer muss sterben von den beiden. Mann, die hat ganz schön abgebaut. So muskelmäßig. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast sie mit reingezogen. Ich verstehe es nicht. Warum? Okay. Ich verstehe Ellies Beweggründe in der Situation gerade nicht so wirklich. Mann. Okay. Es sind so viele gestorben jetzt. Joel hat ihren Vater getötet. Was soll man machen? Vielleicht gibt's ja zwei Enden. Wie viele Schnitte hatten die schon abbekommen jetzt mittlerweile? Okay.
die Schulter. Es ist jetzt nicht lebensnotwendig. Hat jetzt ganz schön abgebaut, ey. So. Das nicht. Ellie macht. Aua. Au. Aua. Ich hab den kleinen Finger abgebissen. Ellie macht das nicht. Nein, Ellie. Richtige Entscheidung, Ellie. Ja, Ellie ist auch brutal. Die ist nicht ohne die Kleine. Ich bin froh, dass er die nicht umgebracht hat, ganz ehrlich. Es hätte irgendwie nicht gepasst. Ich verstehe jetzt nicht, was an dem Ende so schlimm ist. Also, warum das so kontrovers ist oder so dumm ist, wie viele sagen. Ich finde, das Ende passt. Es passt zu Ellie. Hat ihr zwei Finger sogar abgebissen. Hm. Nicht schön. Bin zu Hause. Ach, Alicia ist nicht brutal. Alicia ist harmlos. Alles leer, die sind weg. Das ist das Haus von Joel. Nee, das ist nicht das Haus von Joel, aber die sind weg. Das hast du mit deinem Rachefeldzug erreicht, Ellie. Joel hatte das Haus ja in Jackson, oder? Das ist die alte Farm von Joel.
Also Zeug da reingestellt. Gitarre spielen wird jetzt schwierig mit zwei Fingern weniger. Pass auf, da springt jetzt ein Zombie raus. War es das wert? Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... Seine Jungfräulichkeit. Ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... Sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun.
Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Sieht sich. Ja. Hey, hey, Jona. Ja, Rache kann vieles zerstören. Jetzt fällt die Gitarre noch um. Ich verstehe nicht, was viele an dem Ende so beschissen finden, um so ein Hate auf das Spiel abzulassen. Das ist ein logisches Ende. Ich finde, das ist ein logisches Ende. Das ist ein schlüssiges Ende. Das ist ein logisches und schlüssiges Ende. Ja. Ich hätte es doof gefunden, wenn sie sie getötet hätte. Ich hätte es doof gefunden, wenn sie zurückgekommen wäre und sie hätte mit dem Kind. Und Dina hätte mit dem Kind da noch gesessen. Das macht keinen Sinn. Das ist. Nee, das muss ja nicht immer mit großen Explosionen enden. Also, ich finde es mega gut. Dass das Spiel ein bisschen Probleme hat, weil es immer teilweise sehr langläufig, sehr lang gezogen ist. Sehr wenig Zombies und gut, die werden mittlerweile auch alle mal ausgestorben oder tot sein, die Zombies. Und, aber ja, eben, wenn du, das ist eben ein ruhigeres Spiel, Explosion, wenn du Action haben willst, musst du Just Cause spielen oder irgend sowas. Oder keine Ahnung. Es ist eben ein ruhigeres Spiel. Ich finde das völlig gerechtfertigt. Ich finde das Ende, ich finde auch, dass man Abby und sie spielt. Wie gesagt, das ist ein bisschen lang gezogen. Es hätte vielleicht ein paar Stunden weniger gehen können. Just Cause 3 habe ich hier sogar noch irgendwo für die PS4 rumstehen. Aber ich finde es gut. Ich finde es gelungen. Ich finde es toll. Ich finde das Spiel toll.